So, liebe Leute, ich bin es, euer Mafix, und wir reden heute über etwas, was hier in den News ist, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich endlich ist die neue CE Bella Lisa drinnen. Und in diesem Video soll es kurz darum gehen, ob ihr die Karte euch holen solltet, was die Effekte von der Karte sind und schließlich noch, ob ihr sie noch mit euren aktuellen Mana Prism holen könnt. Ein bisschen ungeskriptetes Video, aber ich versuche mein Bestes. Also, Bella Lisa, um es hier mal kurz anzuschauen, ist eine CE, die wie auch zum Beispiel Mona Lisa, zu der wir später noch kommen, hier einen Effekt hat, der besonders fürs Farmen wichtig sein wird, nämlich, dass es euch die QP um 1% erhöht. Bedeutet also, wir rechnen immer von der 40 AP Door Quest, bei der man, sage ich mal, durchschnittlich 1 Million bekommt. Würde also bedeuten, wenn ihr jetzt 1% zusätzlich immer an QP erhält, heißt es, ihr erhaltet dann 10.000 QP mehr, wenn mich meine mathematischen Künste nicht im Stich lassen. So, wenn ihr die CE Max Limit Broken habt, dann erhaltet ihr, um hier mal kurz zu wechseln, erhaltet ihr 5%, genau. Das würde heißen, also 50.000 QP mehr. So, im Endeffekt ziemlich unspektakulär, doch der interessante Effekt kommt in dem Punkt, dass wenn ihr sie Max Limit Broken habt und sie als Support habt, also das bedeutet also, ihr benutzt sie von einem aus einer Freundesliste, erhält diese nicht 1%, sondern satte 15%, wenn sie Max Limit Broken ist. Was also bedeutet, wieder gerechnet wieder bei der 1 Million, die ihr erhaltet, würde es 150.000 QP mehr bedeuten, was besonders bei Summer 4, was ja bald kommt, eine tolle Sache ist. Der sekundäre Effekt, der euch Bella Lisa in der Supportliste einbringt, sind natürlich dann umso mehr Friend Points, da viele im Endeffekt schauen, ob ihr sowas wie Kaldea Lunchtime oder eben auch Bella Lisa in der Support-Funktion habt. So, Bella Lisa lohnt sich definitiv, aber hier kommen wir jetzt gleich zu dem großen Aber. Müsst ihr diese CE haben? Das ist jetzt so eine Sache. Bella Lisa hat meines Wissens zumindest laut der Seite hier auf GamePress bis dato keine Möglichkeit, das im Rare Prism Shop euch die CE zu kaufen. Das heißt, im Endeffekt ist es bis dato eure einzige Chance, die CE zu kaufen innerhalb der nächsten knapp 70 Tage. Jetzt ist aber die Frage, müsst ihr das machen? Und da ist meine Antwort, jein. Wenn ihr jetzt am Anfang des Spiels seid und noch nicht allzu viele Mana Prism habt, gibt es definitiv bessere Sachen, um sie zu investieren. Wenn ihr jetzt so knapp 1000 Mana Prism oder so habt, werdet ihr wahrscheinlich nicht allzu große Chance haben, die CE, außer ihr gebt wirklich große Opfer auf, euch die CE zu holen. Am wichtigsten sollte es euch immer in jedem Monat zu sein, egal was ihr macht, Tickets zu kaufen. Tickets ist immer noch das Wichtigste, weil 5 Tickets können immer einen zusätzlichen SSR bedeuten. Unter anderem auch XP-Karten, klar, wenn man am Anfang nicht zu viel hat. Fuß sollten immer gekauft werden und ich empfehle es euch auch schon mal besonders für das Guildfest, euer Archiv hier zu erweitern, wo mir jetzt auch nochmal 10 Plätze aktuell fehlen. So. Der wichtigste Punkt aber im Endeffekt, auch wenn ihr Bella Lisa im Endeffekt nicht habt, gibt es ja eine andere CE, die ihr immer haben bekommt, und das ist Mona Lisa. Mona Lisa gewährt euch nämlich, wenn ihr sie einmal habt, 2% zusätzliches QP, was eh schon besser ist, und Max Limit Broken 10%. Jetzt ist der Punkt dahinter klar, 15% zu 10%. Auf dem Papier hat Bella Lisa den besseren Effekt, aber eben nur, wenn ihr sie als Support benutzt. Das heißt im Endeffekt, ihr müsst selber nicht Bella Lisa haben, um die volle Funktion zu haben. Denn am Ende erhaltet ihr, wenn sie Max Limit Broken ist, nur 5, während ihr bei Mona Lisa 10% erhaltet. Ist jetzt wieder die eigene Devise, wenn ihr also beispielsweise eine, wenn ihr jetzt selber ohne jetzt einen Friend Support habt, Bella Lisa Max Limit Broken erhaltet, erhaltet ihr wieder gerechnet bei der 1 Million 50.000, während ihr bei Mona Lisa 100.000 bekommt. Das Wichtige ist, auch wenn ihr, so wie es auch mir geht, Mona Lisa nicht habt, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ihr euch das kauft. Und dazu kommen wir jetzt zum Rare Prism Shop, wo ihr euch die freischalten könnt. Ihr müsst dann immer noch 5.000 Rare Prism zahlen, aber wenn ihr euch jetzt zum Beispiel Kaldea Lunchtime oder halt, wenn wir es finden, Personal Training oder eben auch hier Mona Lisa kauft, könnt ihr euch diese für immer ohne einen Zeitablauf im Rare Prism Shop kaufen. Bedeutet also, ihr steht nicht mehr unter Zeitdruck und mit Sachen wie Guildfest kriegt man genug Mana Prism. Und wie gesagt,
ihr profitiert mehr von Mona Lisa. Die Frage ist halt im Endeffekt, auf was es euch mehr geht. Geht es euch darum, Friendpoints zu erhaschen? Weil dadurch erhaltet ihr natürlich mit Bella Lisa mehr. Weil klar, andere Spieler werden eher diese bevorzugen bevor Mona Lisa. Wenn euer Account aber jetzt eher frisch ist, würde ich fast eher sagen, nutzt vielleicht die Chance, euch eine zu kaufen, damit ihr mal irgendwas habt, um das QP-Farmen zu erleichtern. Aber überlegt, dass Mona Lisa euer Hauptziel sein sollte. Jetzt werdet ihr was eigentlich sagen, ich habe keine Rare Prisms, ihr vielleicht auch nicht. Aber zum Glück erhalten wir, Rare Prisms werden ein bisschen entspannter zu bekommen, da in zukünftigen Kampagnen man immer wieder mal welche bekommt. Und im beispielsweise jetzt von der 17-Millionen-Kampagne, die im Mai kommen sollte, erhalten wir zum Beispiel gratis einen Rare Prism, wenn ihr unter anderem beim Jubiläum erhaltet. Und ihr dürft nie vergessen, durch die ganzen Reruns von Events erhaltet ihr auch massig an Rare Prism. Angenommen, ihr habt wirklich dieses Jahr mit dem Spiel begonnen und spielt jetzt erst seit ein paar Wochen, könnt ihr immer noch nächstes Jahr zumindest massig an Rare Prism bekommen. Da Events hier unter anderem am Neujahr erhält man als COE-Run, erhält man sowas. 15-Millionen-Kampagne haltet ihr, denn Apocrypha Rerun jetzt vielleicht nicht. Hier die 16-Millionen-Kampagne, guter 4, was jetzt bald kommt, 7 Millionen und Summer 4, 12. Also Mana Prism erhält man in Zukunft ein wenig leichter. Im Endeffekt will ich euch jetzt nicht raten, Bella Lisa Abt, also nicht zu euer Beste versuchen, die CE zu bekommen. Bedenkt immer nur, dass eurem Account normalerweise Mona Lisa besser tut. Klar, Frampoints sind wichtig, das will ich nicht unterstellen, aber es lohnt sich eher wirklich auf diese CE zu gehen. So, anscheinend müsst ihr das aber immer selber. Und abschließend möchte ich jetzt noch hier ein kleines Rechenbeispiel machen. Ihr seht, ich habe aktuell nur noch 500 Mana Prisms. Ich habe mir bis jetzt 3 Kopien gekauft und werde mit Sicherheit noch auf meine 5 kommen. Aber die Frage ist, was macht ihr, wenn ihr, sage ich jetzt mal, 1500 oder vielleicht 2000 Mana Prism habt und ihr denkt, oh, das wird knapp werden. So, das kleine Rechenbeispiel, was wir uns jetzt hier zu Anfangs anschauen, ist, dass wir bei Events aktuell ja immer Mana Prism erhalten. Aktuell läuft er noch guter. Wo ist, ich denke, das habe ich mir jetzt leider nicht angeschaut, aber so knapp wahrscheinlich 3, 4, vielleicht 500 Mana Prism gibt. Ich denke, der Großteil von euch hat schon einen Großteil der Mission erfüllt, also werdet ihr schon was haben, aber ihr solltet nie vergessen, hier alle Missionen zu erfüllen. Interessanter wird es aber dann beim Casefile-Events, was ihr hoffentlich alle mitnehmen könnt. Auch wenn der Event-Shop es in diesem keine Mana Prism habt, haben wir in der Missionsliste, wenn wir es hier uns anschauen, ich habe es für euch die Rechenarbeit schon gemacht, satte 1000 Mana Prism. Bedeutet also, wenn ihr aktuell nur wirklich mit dem schönen Casefiles-Event reinstartet mit eurer Mana Prism-Seite und ich sage jetzt mal, ihr habt davor 1500 Mana Prism, was ich denke mal man schaffen kann, werdet ihr schon mal 2500 Mana Prism haben. Aber wir rechnen jetzt nur mal mit diesen 1000. Also 1000 Mana Prism erhaltet ihr, wenn ihr alle Missionen im Casefiles-Event macht. Super. So. Als nächstes haben wir dann noch die 17-Millionen-Kampagne, wo ihr ja auch seht, dass man durch leichte Missionen, die man erfüllen kann, nochmal 350 Sane-Quads erhaschen kann. Das bedeutet, ihr seid schon bei 1350 Mana Prism, die ihr einfach für wirklich nur das Spielen an Events erhaltet. So, im Endeffekt ist es immer noch ein weiter Weg für euch. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt mit 15 oder 2000 kommt, geht es immer noch weit weg. Aber jetzt kommen wir zu etwas Interessanten. Und zwar, Bella Lisa ist ja die nächsten 70 Tage im hier zu kaufen. Ich ziehe jetzt einfach mal 14 Tage für das kommende Casefile-Event ab. Dann ziehen wir noch ein bisschen was ab. So 6 Tage. Ich meine, Lost Belt 4 kommt. Vielleicht habt ihr auch mal was anderes vor. Sage ich jetzt mal einfach mal 50 Tage, in denen ihr mehr oder weniger frei habt. Wieso? Weil uns im nächsten Monat im Endeffekt ein Event erwartet, wo man im Endeffekt keine AP braucht. Und die CE dauert ungefähr bis zum 30. Juni, also bis Ende des Monats, knapp, wo unser Jubiläum ist in NA. Und da kommt halt Yuga Kasherta, klar, der 4. Lost Belt. Und das war's. Ansonsten haben wir in dieser Zeit keine Events, was bedeutet, ihr habt wirklich Zeit. Und da kommen wir zu dem, was ihr am besten in dieser Zeit tun solltet, solltet ihr auf Mana Prisms hier sparen. Daily Quest. Ihr könnt alle Daily Quests machen an einem Tag. Solltet ihr ohne große Probleme schaffen können, wenn euer Account halbwegs in Ordnung ist. Und ihr haltet hier 1, 3, 6, 10, 20, 30. Insgesamt 30 Mana Prism, wenn ihr alle Daily Quests wirklich täglich macht. Jetzt rechnen wir von diesen 50 Tagen aus, die ihr im Endeffekt frei habt. Bedeutet also, ihr habt insgesamt 1500 Mana Prism, die ihr so schaffen könnt.
Das bedeutet, wir haben jetzt die 350, die 1000 und auch die 1500. Bedeutet also, wir haben insgesamt 2850 Mana Prism, die ihr im Endeffekt nur, wenn ihr euch Mühe gibt, schaffen könnt. Zum anderen haben wir nochmal hier die Hunting Quest, die euch nochmal zusätzliche Mana Prism geben. Hier nochmal pro Tag, wo ihr, wenn ihr jede einmal spielt, 3, 7, 12 Mana Prism, was bedeutet, wenn ihr alle 6 Stück macht, insgesamt nochmal 72 Mana Prism habt. Das heißt also, ihr könnt insgesamt 2922, wenn, wie gesagt, mein alter Mathekurs mich damals in der Oberstufe nicht ganz verlassen hat, was er wohlgemerkt getan hat, könnt ihr im Endeffekt noch schaffen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt so knapp 2000 Mana Prism habt, könnt ihr, wenn ihr euch wirklich Mühe gibt und alles in Zukunft spielt, euch noch alle 5 Kopien von Bella Lisa holen. Sollte es wirklich daran scheitern, dass euch am Ende vielleicht 100 oder vielleicht 200 Mana Prism fehlen, solltet ihr überlegen, euch zumindest die ein bisschen was zu burnen. Ich habe auch in letzter Zeit, muss ich auch sagen, sehr viele silberne XP-Karten geburnt. Silberne XP-Karten geben euch immer einen Mana Prism, was im Endeffekt bedeutet, die ihr durch die Frame-Points haltet oder auch durch die Events. Vergisst nicht, dass ihr hier im Guda-Guda-Event als am nächsten Event nochmal 100 silberne CEs erhaltet, die ich an eurer Stelle erstmal im Inventar lassen würde. Klar, silberne CEs sind wichtig, Erfahrungskarten sind wichtig, aber wenn euer Account, ich sag mal, die Servers ein gewisses Level haben, und damit meine ich so knapp Level 40, was jetzt nicht so das Höchste ist, verlieren die komplett den Sinn, weil es einfach viel zu viel kostet. Zum anderen habt ihr natürlich immer noch 3 Sterne Servants, wie ich mit meiner Madea-Armee, die ich irgendwann mal burnen werde. Was bedeutet, dass ihr hier auch an CEs kommen würdet? Verbrennt keine goldenen, weil ihr haltet dafür auch nur einen, aber über silberne solltet ihr wirklich nachdenken, weil die Erfahrung, die sie nicht geben, lohnt sich nicht immer. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich noch die 3 Sterne CEs, wenn ihr sie im Endeffekt jetzt nicht gerade zu CE-Bombs macht, könnt ihr diese auch burnen und erhaltet dann auch jeweils einen Mana Prism. Schließlich haben wir noch Command Cons, und ich sage euch ganz ernsthaft, Mann, Command Cons sind so eine Sache. Aber viele von den normalen sind im Endeffekt jetzt nicht so sinnvoll, und ich bin da auch mal durchgegangen, als ich so knapp 100 hatte. Und habe einfach mir jetzt von jedem 1, 2 aufgehoben. Von so was in dem Q kann ich mehr haben, aber ganz ehrlich, die ganzen 1-Sterne-Dinger lohnen sich fast nicht auszurüsten. Und wenn ihr hier einen habt, und ganz ernsthaft, ihr dürft nicht vergessen, die Command Codes und die ganzen 3-Sterne-CEs, mal abgesehen davon, dass ihr diese im Endeffekt fast nie brauchen würdet, ich sag jetzt mal, außer in Q vielleicht noch die Crit, bedeutet das, dass ihr hier wirklich leicht an zusätzliche Mana Prism kommen könntet. Vergesst nicht, dass ihr die Chance habt, diese CE zu kaufen, die aktuell bis jetzt keine Möglichkeit hat, sie erneut zu bekommen. Zum Jubiläum, wenn ich mich nicht ganz erinnere, das habe ich jetzt nicht genau nachgeforscht, erhalten wir mit Great Detective Fulmus, was zwar eine vom Design schönere CE ist, aber euch im Endeffekt 5% QP und Bond gibt, was jetzt zwar in Ordnung ist, aber ganz ernsthaft, Bella Lisa als auch Mona Lisa sollten erstmal eure Prioritäten sein. So, ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen. Schreibt es doch gerne in die Kommentare, ob ihr schon Ciao Bella sagt oder ob ihr noch ein bisschen hier wartet oder ob ihr vielleicht hier sagt, na, ich habe meine Mona Lisa, das langt mir. Das Optimale, wie gesagt, was ihr auch schaffen könnt, was natürlich noch die letzte Rechnung ist, die ich noch sagen will, ist, dass ihr im Endeffekt eine Support Bella Lisa habt und eine eigene Mona Lisa. Bedeutet nämlich, ihr könnt dadurch dann insgesamt 25% zusätzliche Mana, QP holen, was bedeutet, ihr würdet 250.000 zusätzliche Erfahrung bekommen. Das sollte euch nur mal zu denken geben, wie wichtig eigentlich es ist, mehr oder weniger Mona Lisa zu bekommen. Klar, ihr könnt nochmal auf 300.000 dazukommen, wenn ihr eure eigene Bella Lisa habt und dazu massig an Frame-Points schaffen, aber diese Rechnung ist das Wichtigste, im Gegensatz zu 2 Bella Lisas, die ihr nur habt, die euch im Endeffekt dann nur 20 Erfahrung bekommen. Verzeihung, QP. Nun gut, liebe Leute, dann war es das jetzt auch. Ich war's heute im Schaufix und wir schauen auch mal hier unsere wunderschöne Da Vinci an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.